Einen super tollen Happy Peppy Samstag wünsche ich euch, meine lieben Buddha-Blümchen. Ich begrüße euch zu einem Liebesorakel. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen orakeln und einfach mal schauen, was sich so zeigt in deiner Liebeswelt. Ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich da so ein bisschen reinfühlen kann oder einfach irgendwas mitnehmen kann. Ne? Ist ja jeder so individuell. Und wenn nicht, dann seid bitte nicht enttäuscht. Dann seid ihr bestimmt oder bist du bestimmt bei einem der nächsten Videos wieder dabei. Ich bin gerade am Überlegen, was ich noch alles sagen wollte. Ja, also ganz wichtig, allgemeine Legung, nehmt euch das mit, was ihr gebrauchen könnt. Ne? Und ach so, ja, wenn ich für dich auch mal in die Karten schauen soll, dann können wir das gerne machen. Schau einfach mal unten in der Beschreibung, in der Infobox. Und da findest du alles. Also an meiner Homepage, da kannst du auch nach den Preisen gucken und meine WhatsApp-Nummer, meine E-Mail-Adresse und allen Zip und Zap. Ne? So, und wir machen jetzt folgendermaßen. Wir machen das jetzt folgendermaßen, Leute. Ich habe jetzt übrigens auch TikTok, habe ich vergessen zu sagen. Schuselines Orakel. Wenn der ein oder andere da vielleicht Bock drauf hat. Ich habe da aber jetzt gerade erst mit angefangen. Das heißt, da ist noch nicht so viel, ne? Also, ne, aber ich habe da einiges vor. Naja, gut. Das dazu. Und dann habe ich noch was. Oh, ganz wichtig. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das hätte ich jetzt fast vergessen, Leute. Und zwar. Und zwar habe ich hier ein Kartendeck, wo ich sehr stolz bin, dass ich das heute benutzen darf. Das ist nämlich von der lieben Ela und die macht auch für mich das Design für die Karten, wir entwickeln die zusammen, kann man sagen. Na, und da sind unsere beide Köpfe dran beteiligt. Und es ehrt mich wirklich hier von ihr heute hier ein paar Karten benutzen, Deck benutzen zu dürfen. Das ist noch ein Prototyp. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung sagt. Und Ela wird sich mit Sicherheit auch freuen, wenn ihr eure Meinung mal sagen würdet, wie ihr das so findet, ne, was ihr so dazu sagt. Und wie gesagt, von ihr wird auch das Design gemacht von dem Kartendeck, was ich dann jetzt hier noch rausbringen werde oder wir gemeinsam dann. Ne? Das machen wir jetzt auch hier in der Legung. Ich bin gespannt, wirklich, was ihr dazu sagt. Ja, das war's auch soweit, Leute. Jetzt fangen wir an mit dem Orakeln. Und zwar lassen wir heute einfach mal fließen, was fließt. Ne? Stellen keine gezielte Frage. Ich ziehe am Ende noch irgendeine kleine Botschaft oder irgendwas, da werden wir schon noch sehen. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Ich trinke vorher ein Schlückschen. Ne, bei meinem Redefluss muss man immer die Kehle schön feucht halten. Ganz wichtig. So, und jetzt geht es los. Pass auf. Orakelchen. Kriegen wir hier. Die hat sich da weggedreht. Ein paar Karten. Was ist denn in dieser aktuellen Liebessituation jetzt gerade wichtig? Was ist denn bei dem Gegenüber, bei deinem Gegenüber, bei deinem Herzeläinchen? Im Moment wichtig, was möchte sich heute zeigen? Was gibt es gegebenenfalls auch für Ratschläge? Einmal mische ich noch. Ui, 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 ui. Und das war's. Oh, falsch rum. So, und jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn heute? Ich bin gespannt. Abracadabra? Nein. Jetzt geht's los. Wir haben schon mal die Sterne, ne? Heißt immer so ein bisschen klare Sicht und auch immer so ein bisschen positiven Einfluss, ne? Man sagt ja auch so, oh, die Sterne stehen günstig oder ach, die Sterne meint's gut mit dir oder so, ne? Und da geht's auch, oh, da geht's auch so ein bisschen drum. Guck mal, und jetzt machen wir mal hier ganz entspannt gleich weiter. Aber wir haben schon mal, das können wir schon mal positiv werten, ne? Wir haben hier klare Sicht auf eine
Verbindung, ne? Und jetzt wollen wir mal gucken. Oh, ja, und auch Verluste zeigen sich hier und Schmerz, Kummer, wollen wir mal so sagen, ne? Aber nicht nur. Das Kreuz ist nicht immer nur so, bumm, Schicksalsstempel, ne? Also bei mir nicht, ne? Ist ja immer so auch individuell, ne? Aber jetzt bei mir in meinem Fall, hat das Kreuz nicht so eine Energie, sondern eher so ein, ach, manchmal muss, komm, ich zeige dir den Weg. Und ja, wenn du nicht hinschauen willst, dann muss ich ihn dir ein bisschen deutlicher zeigen, ne? Als Hilfestellung aber zu sehen, eigentlich als Krücke, als Wegweiser, den wir manchmal dringend benötigen, ne? Und wann der richtige Zeitpunkt ist, das zu sehen, anzunehmen, sich dessen bewusst zu werden, das entscheiden wir aus unserem freien Willen, liebe Damen und Herren. So, also haben wir hier klare Sicht, ne, auf eine Situation, wo es um eine Verbindung geht. Eure Liebe hier, ganz klar, da haben wir drauf gelegt, ne? Da gibt es keinen Zipzap. Aber da sind auch nagende Zweifel. Das heißt, wir haben hier nicht jetzt ausschließlich den Himmel voller Geigen und rosa Pony-Welt, sag ich mal so, ne? Zuckerwatten-Welt. Sondern hier ist auch irgendwas noch ganz schön, ja, da würdest du wahrscheinlich einfach sagen, ja, Liebe hin und her, wunderbar, ne, tralala, aber es ist auch ganz schön schwierig manchmal, emotional schwer auszuhalten und so weiter. So, jetzt gucken wir mal hier und das haben wir den Baum, heißt, da geht was langsam voran, da verwurzelt sich etwas, aber wird fest, aber langsam, ne? Also, sollte mal einer, habt ihr schon mal einen Baum beim Wachsen zugeschaut, ne? Da muss man ordentlich Geduld mitbringen. So. Ja, und da haben wir es nämlich, also was da so langsam und hier auch mittig, wie ihr seht, jetzt schon mal im Kartenbild liegt, da haben wir die Wolken. Also das heißt, klare Sicht, die du jetzt bekommst, wo es hingeht, ne? Da haben wir hier jetzt erstmal zack, Gegenwart, ganz nah Vergangenheit, ne? Und klare Sicht jetzt, ne? Auf die Dinge und diese Unklarheit, ne? Da geht's genau drum. Also nicht mehr in Unklarheit leben zu wollen, nicht mehr in so einer Warteposition, Warteschleife, Wartekreislauf zu verharren und zu sagen, ja, ich übe mich mal weiter in Geduld sozusagen. Irgendwann ist dann auch der Punkt, bei jedem anders, ne? Also ich wirklich, das muss man auch berücksichtigen. Jeder hat auch sein eigenes Timing, ne? Deswegen darf man nie ungeduldig sein und jeder sollte sich auch die Zeit nehmen, die er persönlich braucht. Scheißegal, wie lange, ne? Zeit ist eh relativ, ne? Drauf geschissen, auf Deutsch gesagt jetzt. So, also, es geht darum, wirklich aus dieser Unklarheit rauszukommen. Aber um da rauszukommen, muss man oder muss der ein oder andere auch hier dieses hier anschauen, ne? Diese Seite hier anschauen. Und zwar die nagenden Mäuseken. Und ja, das Kreuz, was oft sehr, wo man nicht so gerne hinschaut, ne? Aber ein wichtiger Wegweiser ist. So, was haben wir denn da noch? Und die sehen so das Schiff, die Bewegung aber auch. Und so ein bisschen auch das Gefühl, mit so einem, wie soll ich, also mit so einem Paddelboot, ne? Oder meinetwegen auch mit so einem, nee, nehmen wir mal einfach so ein blödes Paddelboot, ne? So ein etwas komfortableres, meinetwegen auch. Guck mal, auf dieser rauer See, auf diese raue See hier, ne? Ihr seht das hier, das sieht nicht gerade einladend aus, oder dass ihr denkt, oh Mensch, da will ich mich gerne auf Sonnendeck legen, ne? Sondern da ist eher so, oh, puh, hoffentlich kommt mal der Hafen bald, ne? Das wird hier ganz schön unruhig und so weiter. Also das ist so ein inneres Gefühl auch, was nicht gerade sich gut an, schön anfühlt, ne? Was man nicht gerade als oh, super werten würde, sagen wir mal so. Und es ist auch immer so eine kleine Sehnsucht. Ja, was, wenn wir überlegen, so ein Seemann, ne? Diese ganzen Liebesgeschichten von den Seeleuten auf hoher See. Was kommt immer vor? Die Sehnsucht.
die Frau hat dann sehen und dann kommen die Seeleute nur kurz und dann sind sie schon wieder weg und so weiter. Diese Liebesgeschichten haben auch immer so ein bisschen Sehnsucht, tragen die in sich, ne? Und da haben wir aber zum anderen auch das Schrubbeldibu. Oh, guck mal, du liegst aber bei ihm am Ende. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut. Ne? Da habe ich schon mal, da ist doch was Gutes auch in diesem Negativen wieder. Aber negativ ist auch in dieser ganzen Geschichte wieder nur relativ. Wir haben ja auf jeden Fall die Lilien. Zum einen sind die Lilien ja auch ja immer so ein Zeichen von, ja, hier möchte was harmonisch werden. Ne? Hier möchte endlich was ins Gleichgewicht kommen. Ne? Endlich, und dafür müssen auch manchmal Dinge aufgelöst werden, damit Harmonie überhaupt wieder entstehen kann. Aber in einer Liebeslegung ist das auch immer so ein Feuer der Leidenschaft. Ne? Das heißt, da ist auch Energie geladen, ne, zwischen euch. Das kann sich, diese Energie, Leute, das ist auch ganz interessant, diese Energie kann sich übrigens total unterschiedlich zeigen. Es gibt zum Beispiel unheimlich leidenschaftliche, wo diese Energie drin ist, diese Leidenschaft, Verbindung, die aber immer rauskommt, also in großen Dramen, große Riesenstreits, Riesenszenen, wo diese Energie dann dadurch kommt, diese Leidenschaft, ne? Es ist auch eine Form von. Aber es gibt natürlich auch die körperliche Leidenschaft, ne? Oder allein dieses, was zwischen einem ist, wenn man sich anschaut, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses, Stromschläge oder, nein, das hört sich ja krass an, um Gottes Willen, keine Stromschläge, nein, aber ihr wisst schon, dieses, ne? So, aber wenn das dann kommt, da gucken, hier haben wir dann nämlich das ein, diese, dann kommt wieder diese Energie, diese Leidenschaft und auch Harmonie und dass man das Gefühl hat, man ist bei dem anderen gut aufgehoben und so weiter, ne? Diese Art von Harmonie. Und dann auf der anderen Seite aber auch, wir wieder mit dem Schiff da auch noch drüber, wie passend das jetzt ist, ne? Dieser Leuchtturm so nach dem Motto, hallo, ne? Ich bin hier, aber komm mir trotzdem bitte nicht zu nah, ne? Das ist gefährlich. Du könntest hier an der Klippe, ich weiß dir nur den Weg und zeig, wo ich bin, ne? Aber komm mir bloß nicht ganz so nah, ne? Und da ist dann immer aber trotzdem diese Sehnsucht, die sich dann zeigt mit hallo, ne? Hier bin ich, ne? Ihr leuchtet mein Licht. Ich leuchte dir mein Licht. So. Ihr wisstet, ihr kenntet. So, jetzt haben wir hier. Jetzt will ich aber auch die Karten hier, die ich hier groß angekündigt habe, vorher auch mal hier ein bisschen springen lassen. Ne? Und jetzt möchte ich gerne, hier haben wir dich an der Spitze liegen. Das freut mich sehr, denn am Ende dieses langen Weges liegst du ja dann hier. Ne? Also mit aber rauer See, umkleiden, langsam Verwurzelung. Hier, ne? Also Wegweisungen, die manchmal auch nicht so einfach sind, wo man Verlustgefühle ertragen muss, ne? Nagend, immer irgendwas nagend, ne? Und wenn es Zweifel an dem anderen, an sich selbst, an der Situation, an der Liebe, an was weiß ich nicht mehr, ne? So, aber jetzt, habe ich ja gesagt, ich möchte gerne eine Karte hier unten, eine Klärungskarte nochmal oder zwei, nämlich würde ich auch ganz gerne nehmen. Orakelchen, ups. Die kann man mal rausgepfeffert. Habt ihr das gesehen? Ah, da haben wir das einsame Podest. Oh, das ist interessant. Oh, da kriege ich immer, wenn das so auf den Punkt ist. Also dieses, das, guck mal, und das können wir hier auch zu dem Leuchtturm gut legen, ne? Auf dem Podest, was er sich da setzt, ne, sitzt er sehr einsam. Und das ist das große Problem. Und da wird er dann immer wieder an die Grenze kommen. So, aber jetzt trotzdem hier und da ist klar, da liegt, das liegt hier zwischen diesen beiden Karten, würde ich das jetzt so legen. So, jetzt kriegen wir noch trotzdem noch ein, da haben wir jetzt welche, die analysieren wir erstmal mal. Oh, was haben wir denn hier schöne? Stiller Beobachter, oh, das ist auch Leuchtturm, ich schnall ab, Leute.
Ist es möglich? Der Leuchtturm. Also das ist ja hier mal, da brauche ich euch ja schon fast gar nicht mehr deuten. Ich glaube, das kann schon fast jeder, der da vor dem Bildschirm hockt, schon fast für, und Vertrauen für sich selber deuten. Ne? Aber ich sage trotzdem ein paar Worte dazu. Also wir hatten das mit dem einsamen Podest. So, dann haben wir hier den stillen Beobachter. Das zeigt und den Leuchtturm. Das heißt, das ist dieses dich beobachten, irgendwie ein Auge drauf haben, aber als Stiller, ne, sehr in sich, also in sich gekehrt im Sinne von das alles so nicht nach außen tragen und immer aber dieses Hallo, ne, hier bin ich, ne, aber halte noch gewissen Abstand. Ich stehe mitten auf einer Klippe und dann geht dein Schiff kaputt oder dein Bötchen. Ne? Und da fehlt das Vertrauen. Und da haben wir dieses, hier bin ich. Ne, das, ihr wisst schon genau, was ich meine. Und das, da ist es eben. Und das wird jetzt auch in der kommenden nahen Zeit, ne, ich lege ja jetzt hier, wenn ich lege, nicht auf 2 Jahre oder so, ne, sondern eher so auf die nächsten Wochen. Ne, Wochen bis, ja, sagen wir mal immer so 3 Monate, was. Und da ist es eben, dieses Problem, liegt hier halt noch, ne? Aber du immer noch dabei. Also ich sehe da auf wirklich keinen Bruch. Ihr seht es selber, keinen endgültigen Cut. Nichts. Es ist immer dieses noch stiller Beobachter. Aber heißt ja noch lange nicht, dass sich das Ganze nicht noch drehen kann und er da durch dieses Wegweiser doch noch versteht, dass er die Sehnsucht, dass er das selbst entscheidet und dass nicht die äußeren Umstände ihn zwingen, in dieser Situation zu verharren. Das entscheidet er selber, meine Damen und Herren. Ja? Und jo, jetzt habe ich gesagt, komm, ich ziehe euch doch noch ein, so eine kleine Botschaft am Ende des Tages. Ach, bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt der Schusseline doch so ein Däumchen nach oben. Das wäre wirklich schön. Ich würde mich wirklich freuen, ehrlich jetzt. Das wäre echt super von euch. So, was haben wir? Was sagt denn der Timer? Oh, das ist doch super. Wir liegen gut in der Zeit, Leute. Nicht zu lang, ne? Nicht zu viel Gesabbel. Und nicht zu wenig. So, eine Karte noch hier. So, was haben wir denn hier? Gib nicht auf. Oh, das ist doch schön. Gib nicht auf. Fühle dich inspiriert und überwinde die Hindernisse voller Selbstvertrauen. Ne? Meine Schnubbelkes, ich bin jetzt raus. Ich hinterlasse euch das. Ich lasse euch jetzt mal mit diesen Worten zurück. So. Und schicke euch alles Liebe. Leute, bleibt stark, egal was kommt. Lasst euch nicht unterkriegen. Leben ist hart, Leben ist kein Ponyhof, aber wir sind härter. Ich wünsche euch was. Tschüss.